Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Weiter geht es mit der Story, heute mal zu einer etwas ungewöhnlichen Uhrzeit vom Aufnehmen her. Aber ich habe, glaube ich, meine Facecam sogar mal halbwegs gescheit ausgeleuchtet. Übrigens, ihr seht das Evoli hier unten nicht, weil grün und so, genauso wie mein Nagel. So, hi Linda. Gehen wir zurück zum geheimen Steinkreis. Ich kann nicht erwarten, Avalons Reaktion darauf zu sehen, dass sich Idris uns anschließt. Er wird sicher sofort in die Luft gehen. Wie ein HB-Männchen. Ja, wer wird denn sofort in die Luft gehen? Das ist, wenn man sich das mal überlegt, das war früher, also als ich klein war, da war auch tatsächlich Zigarettenwerbung im Fernsehen noch ganz normal. Zigarettenwerbung und Alkoholwerbung. Also das kam damals eigentlich, war das gang und gäbe. Auch vor so Familien-Samstagsabendserien, wo ich dann damals gebannt immer um 19.25 Uhr unser Charlie geguckt habe, bevor es dann um 20.15 Uhr mit Wetten, dass weitergegangen ist. Ja, da kam tatsächlich noch Tabak- und Spirituosenwerbung. Und gut, das HB-Männchen, das ist vor meiner Zeit, aber ich kenne halt den Werbespot, weil Mama und Papa davon erzählt haben. Weil ich irgendwann mal gefragt habe, hey, wo kommt das denn von wegen wie ein HB-Männchen? Und ja, dann haben sie es mir halt erklärt, woher das kommt. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch ja sogar auch aus Erzählungen. Vielleicht sogar noch selber, aber ich glaube tatsächlich, dass die Zielgruppe, die das wirklich noch selber kennt als Fernsehwerbung, ich glaube, da habe ich nicht ganz so viele von auf dem Kanal. Auch, aber nicht ganz so viele von. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ein unerwünschter pandorischer Störenfried an diesem heiligen Ort. Worte können diesen Horror nicht einmal ansatzweise beschreiben. Das ist also Idris. Seit ich aus dem Exil zurück bin, wollte ich diesen frechen Schausteller unbedingt kennenlernen. Ein Pandorianer, der unter Menschen lebt. Wirklich erstaunlich. Irgendetwas an dir kommt mir vertraut vor. Diese alberne Erscheinung ist neu, aber diese Augen, ich habe sie schon einmal gesehen. Wir sind uns schon begegnet, nicht wahr? Auf der anderen Seite. Und wessen Idee war es, diese Kreatur in unser Reich zu bringen, ha? Sieh mich nicht an, ich wollte ihn auch nicht haben. Fripp ist wichtiger als diese Theatra. Oh, das ist aber schon frech. Komm, er ist eine Kreatur, er ist nicht anders als wir. Er kommt halt nur woanders her. Lasst euch von seinem Gaunerscham nicht täuschen. Er denkt und fühlt nicht so wie wir. Er ist genauso ein Fremdling für uns wie Garnok selbst. Das ist Wahnsinn. Es war meine Idee, Idris hierher einzuladen, nicht ihre, mein Lieber. Und ich hatte einen guten Grund dafür. Idris kann uns dabei helfen, Fripp zu retten. Ja, die Hexe hat recht. Ich kann helfen, wenn ich denn will. Wie geht es Ihnen, Frau Holdsworth? Backen Sie immer noch diese köstlichen Kuchen? Ich hätte gerne einen Rhabarberkuchen für meine liebe See und einen mit einem Hauch von Moltebeeren für mich. Ich bin die letzte Person, die das aussprechen möchte, aber Essen ist jetzt nicht wichtig. Alex hat recht. Wir müssen die Köpfe zusammenstecken und uns überlegen, wie wir Fripp zurückholen. Also, warum muss Idris hier sein? Er ist vielmehr ein Unruhestifter als ein Verbündeter. Euer kleiner Freund hier ist nicht krank. Sein Geist ist in der Unendlichkeit verloren. Irdische Magie wird Fripp nicht retten können. Und die Magie Pandorias auch nicht. Natürlich, Frau Holdsworth, Sie sind ein Genie. Sie denken immer einen Schritt voraus, nicht wahr? Kommt sonst noch irgendjemand nicht ganz mit? Ah, ich hatte schon das Gefühl, dass ihr mich deswegen herbestellt habt. Mein Wissen über meine Heimatwelt ist in so einer Situation von Nutzen, oder? Wir bringen die mächtigsten Mittel für das Wirken von Magie zusammen. Die Wunder von Pandoria, den Scharfsinn einer Hexe und den rustikalen Zauber einer Soul Riderin. Wie ein magisches Parfait, wie poetisch. Das bestätigt die Theorie, die ich auf meinen Reisen durch Pandoria aufgestellt habe. Durch Triangulation der verschiedenen Aspekte der Magie ist es möglich, die Grenzen der bekannten Existenz zu überwinden. Wenn drei Träger der Macht sich verbinden, werden sie zu einem Leuchtfeuer, das hell genug ist, um selbst in den entlegensten Winkeln von Raum und Zeit gesehen zu werden.
Oder einfacher gesagt, wir drei können unsere jeweiligen magischen Fähigkeiten einsetzen, um Fripp in der Zwischenwelt, in der er schwebt, zu erreichen. Dann kann die Macht des fünfblättrigen Kleeblatts ihn zurück in seinen Körper rufen. Moment, wer sind diese drei Träger der Macht? Idris ist einer davon, aber wer noch? Es sind Idris, ich selbst und Tiffany. Hat jemand Tiffany nach ihrer Meinung dazu gefragt? Ich tue alles, um Fripp zu retten. Du bist so fürsorglich, Tiffany. Fripp wäre stolz auf dich. Wartet mal, was ist mit Anne? Was hat dich denn so in Aufruhr versetzt? Ist jemandem aufgefallen, dass das fünfblättrige Kleeblatt verschwunden und Anne ebenfalls weg ist? Das sind schlechte Neuigkeiten. Ah, sie hat es also wirklich getan. Nun, warum habe ich wohl sonst Linda und Tiffany gebeten, Idris um Hilfe zu bitten, hä? Sie wussten, dass das passieren würde? Aber Frau Holdsworth, hätten sie uns nicht warnen können? Wir hätten Anne aufhalten können, bevor sie etwas so Leichtsinniges tut. Du kannst nichts verhindern, was passieren muss. Konzentriere dich auf die Optionen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Aber wenn dieser Vorgang der magischen Triangulation Fripp erreichen kann, reicht das dann nicht, um ihn nach Hause zu bringen? Wenn es nur so einfach wäre. Unsere kleine Ecke der Existenz ist nur ein winziger Fleck im Kosmos. Selbst wenn er diese Heimat sieht, kann er dem großen Sog der Unendlichkeit nicht entfliehen. Das Kleeblatt hätte ihn herziehen können, aber dieser Weg ist nun versperrt. Wir müssen einen anderen finden. Tolle Wolle, Anne. Welche ist sie so cool eigentlich? Aber es muss einen anderen Weg geben, das muss es einfach. Wir müssen uns einen anderen Weg überlegen. Irgendeinen Weg. Ich werde das kleine Kerlchen nicht aufgeben. Kommt näher, meine Lieben. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ein Märchen. Frau Holdsworth, erspüren Sie die Stimmung. Das ist wirklich nicht die Zeit für Märchen. Und wir sind auch nicht mehr 5 Jahre alt. Dies ist eine Geschichte, die ihr hören wollt. Sie stammt aus einem verschollenen Buch der Legenden, aus den verbotenen Abteilungen in den Archiven von Fort Maria. Das verlassene Fort Maria? Aber es war seit Mississippi Jones Zeit niemand mehr dort. Ich würde alles tun, um die Bücher dort in die Finger zu kriegen. Sie haben nur niemanden erwischt, der dort war. Ich habe mir Mühe gegeben, unentdeckt zu bleiben. Also, ich habe dieses eine Buch gefunden. Es könnte genau die Antwort bereithalten, nach der wir suchen. Erzählen Sie schon, ich halte die Spannung nicht aus. Wie fing es noch an? Ah ja. Vor langer Zeit, vor dem Anbeginn der Zeit selbst, hat ein katastrophales Ereignis die Grenze zwischen zwei Welten zerstört. Ein ätherisches Wesen stieg aus dem Himmel herab und legte seine Hand auf die Erde, um die Wunden zu heilen. Die Legende von Aideen. Tut mir leid, Frau Holdsworth, aber diese Geschichte haben wir schon 100 Mal gehört. Avalon hat sie uns in den Schädel gehämmert. Ich nehme an, so nennen die Druiden sie. Aber sie erwähnen nicht, was unbemerkt blieb. Inmitten des unglückseligen Geschehens befand sich eine kleine Kreatur. Sie trug einen Gegenstand von großer Bedeutung bei sich. Eine Kiste. Diese Kiste nahm die Form von allem an, was ihr Besitzer sich wünschte. Es heißt, sie enthielt Waffen? Richtig coole Schwerter? Wissen? Hoffnung. Die Kiste enthielt Pandorias Hoffnung. Als das Wesen zwischen den Welten hin und her gerissen wurde, wurde es von diesem wertvollen Objekt getrennt. Verloren und allein in einem seltsamen neuen Land wusste das Wesen, dass es einen Weg finden musste, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Es musste ein Gleichgewicht herstellen und beide Welten vor der Zerstörung retten. Zuerst musste es Pandorias Hoffnung finden. Aber das ist natürlich nur eine Geschichte. Die Druiden haben ihre Version der Geschichte. Wir Hexen haben unsere und die Pandorianer haben wieder eine andere. Ihr solltet für euch selbst entscheiden, was das alles bedeutet. Das ist absurd. Kein Wunder, dass das Buch weggeschlossen war. Es ist voller Lügen. Wir sind uns alle einig, dass die Bewahrer Aideens die wahre Version der Geschichte der Ereignisse erzählen, oder etwa nicht. In meiner Welt gibt es auch Geschichten über diese Kiste. Sie haben ihre Geschichte zu Recht ein Märchen genannt. Es ist interessant, eine andere Perspektive zu hören. Es ist so lange her, wer weiß schon, was wirklich passiert ist.
Das ändert alles. Wenn Fripp wirklich mit Pandorias Hoffnung nach Jorvik kam, könnte es ihn heilen, wenn er wieder damit vereint wird. Aber wo sollen wir sie finden? Jorvik ist voll von mutigen Forschern und verwegenen Abenteurern. Wenn wir die Köpfe zusammenstecken, werden wir zweifelsohne jemanden finden, der uns helfen kann. Wer könnte uns helfen, Pandorias Hoffnung zu finden? Big Bonnie, Nick Stoneground, die Hexe Pi? Keine Ahnung. Nick Stoneground, der war in der Geschichte noch gar nicht dabei. Ja, Nick Stoneground hat Jorvik ausgiebig erkundet. Vielleicht kann er uns helfen, dieses mysteriöse Objekt zu finden. Echt jetzt? Das fand ich gerade am... Gut, unter dem Gesichtspunkt macht das Sinn, ja? Stoneground. Keine schlechte Idee. Ich wollte schon immer wissen, was in diesem alten Kühlschrank steckt. Ist es Pandorias Hoffnung oder doch nur ein Sandwich? Faszinierend. Natürlich der... Oh, der Kühlschrank. Oh, gute Idee. Das ruft nach einem Ausflug zum Tal des verborgenen Dinosauriers. Ja, komm, wir nehmen die noch an. Bist du bereit für eine Reise zum Dinotal? Ja, ich habe dicke Klamotten dabei. Ich muss Anne finden und sehen, ob sie in Ordnung ist. Nach allem, was sie durchgemacht hat, sollte sie nicht alleine sein. Außerdem werde ich sie umbringen. Du bist eine gute Freundin, Alex. Von der Seite mit dem Umbringen mal abgesehen. Der Rest von uns kann hier bleiben, den guten alten Fripp im Auge behalten und die Details des Rituals, um ihn wiederzubeleben, besprechen. Wir brauchen eine offene Fläche mit Wasserquellen in der Nähe. Die Sonneninseln eignen sich gut. Tiffany, du scheinst diesen Nick Stoneground zu kennen. Kannst du mir irgendetwas über ihn erzählen, bevor wir aufbrechen? Er ist ein Forscher, du wirst ihn schon selbst kennenlernen. Er ist Mitglied bei der AAI. Er ist ein Forscher. Ich schätze, das muss er auch sein, wenn er es bis ins Dinotal geschafft hat. Ich frage mich, was er so alles entdeckt hat. In der arktischen Tundra bleiben archäologische Funde hervorragend erhalten. Viel Spaß im Schnee. Grüß meinen guten Freund Nick von mir. Kennst du jeden hier auf Jorvik, Bruder? Jeden auf Jorvik und in Pandoria. Zumindest jeden, der wichtig ist. Gute Reise, Tiffany und Linda. So, dann reiten wir da nämlich noch eben hin. Dann ist die Folge heute mal ein kleines bisschen länger. Ich habe nämlich keine Lust, beim nächsten Mal wieder das Gekringel durch den Steinkreis reiten zu müssen, einmal mehr. Wir kommen hier sowieso noch wieder hin. Aber ja, es reicht, wenn wir das nicht so ganz so oft machen müssen. Okay. Auf ins Dinotal. Zeit für bauchfrei. Nee, vielleicht nicht unbedingt. Ich wechsle jetzt mal auf die braune Mütze, auf die braunen Handschuhe, auf die Jacke und die Hose passt so gar nicht dazu. Mach mal so. Ja, jetzt sehen wir so ein bisschen dicker angezogen aus. Ein ganz kleines bisschen. Ich könnte auch die Mütze aufziehen. Sieht auch gar nicht so blöd aus. Ich glaube, ich bleibe bei der Bommelmütze. Ich mag Bommelmützen. Ich finde tatsächlich Bommelmützen total süß. Die geben einem immer irgendwie so ein niedliches Aussehen. Selbst wenn man erwachsen ist, finde ich Bommelmützen einfach immer klasse. Es geht nichts über Bommelmützen. Ich hatte früher mal so eine super coole gelbe Bommelmütze. Ich hatte so eine Bommel, die man entweder rausziehen konnte, dann hing die so an der Seite, oder man konnte sie von innen also ranziehen an die Mütze. Dann war es halt so eine richtige Bommel. Ich habe die aber meistens, nach draußen gezogen. Und es gibt da so ein total lustiges Bild, da bin ich Schlitten gefahren. Und bin da mit dem Schlitten über eine Rampe gefahren. Ich in der Luft, der Schlitten unter mir. Also ich bin nicht runtergefallen, aber ich war halt so gerade in der Schwebephase quasi. Und die Bommel, die stand ab, das sah aus wie so ein Schaltknauf an meinem Kopf. Wenn wir das Bild, also wenn ich das mal irgendwann noch finden sollte, ich wollte sowieso irgendwann, wollte ich mal ein Video machen mit lustigen Fotos von mir aus der Kindheit und sowas. Und da wird sich das auch super gut machen. Na, wenn das mal nicht Tiffany ist, was bringt dich ins Tal des verborgenen Dinosauriers? Und wer ist die Freundin, die du dabei hast? Ich bin Linda Chanda.
Du musst Nick Stoneground sein. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen, Linda. Freunde von Tiffany sind auch meine Freunde. Nick, wir stecken in einer Krise und brauchen deine Expertise. Wir haben gehört, dass du in ganz Jorvik herumgekommen bist. Ja, ich habe jeden Winkel erkundet. Aber jetzt stecke ich schon seit einer Weile in diesem Tal fest. Ein seltsamer Ort, um ihn sein Zuhause zu nennen. Aber ich würde ihn gegen nichts in der Welt eintauschen wollen. Es geht um unseren Freund. Er ist krank. Um ihn zu heilen, brauchen wir etwas ganz Besonderes. Tiffany meinte, du könntest vielleicht helfen. Ist dir kalt, Linda? Du zitterst wie der Schnee auf einem dürren Ast. Mir geht es gut. Mir ist gar nicht kalt. Du hast nicht zufällig noch einen Poncho über, Nick? Um euren Freund damit zu retten? Nein, egal. Tiffany meinte, wir sollten dich aufsuchen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Wie kannst du uns helfen? Vielleicht hat das etwas mit meinem Kühlschrank zu tun. Entschuldige, deinem was? Meinem Kühlschrank. Der kleine Kerl war schon den ganzen Tag etwas schreckhaft. Ein magischer Kühlschrank? Wenn es darum geht, was Evergrey gesagt hat, schwöre ich, dass ich den Kühlschrank nicht geöffnet habe, um etwas herauszuholen. Seit er... Oh, immer mit der Ruhe, Kühlschrank. Der Kühlschrank haut ab! Halte den Kühlschrank! Das erinnert mich an den Toaster. Gab's denn noch mal den Toaster, der laufen konnte? Wow, wow, langsam. Tiffany, kannst du ein wenig zurücktreten? Ich versuche ja ein Gespräch mit meinem Kühlschrank zu führen. Der Kühlschrank ist weg. Ja gut, ihr Lieben. Ein Kühlschrank auf der Flucht. Beim nächsten Mal geht es weiter. Morgen erstmal wieder mit Wins and Fails. Mal gucken, ob wir beim nächsten Mal vielleicht erstmal noch was vom Update machen oder ob wir dann hier mit dem Kühlschrank weitermachen. Ich bin mal gespannt, wohin er abgehauen ist und ob wir endlich rausfinden, nach all den Jahren, was sich im Kühlschrank verstecken mag. Ist es wirklich Pandorias Hoffnung? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.